Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich so riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist Dienstag, deshalb gibt es ein neues Video von mir. Und ich habe so ein mega cooles Videothema. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob ihr zu DM geht und Produkte einkauft für den Stall, fürs Pferd. Und ganz viele von euch haben mir geschrieben. Und deshalb werde ich jetzt gleich ins Auto steigen und mit euch zu DM fahren. Und ich werde euch die Sachen zeigen, die ihr quasi kaufen würdet. Und ich bin schon mega gespannt, was ich da jetzt halt alles so finden werde. Ich glaube, das wird ein mega cooles Video. Schreibt mal Hashtag DM in die Kommentare, wenn ihr euch jetzt halt auf die Produkte freut. Ich sag euch, da sind Produkte dabei, wo ihr, glaube ich, nicht gedacht hättet, dass diese bei DM gibt. Eins der häufigsten Sachen war Birkenwasser. Ich habe so viele Antworten darauf bekommen, dass ganz viele bei DM das Birkenwasser kaufen. Hier gibt es nämlich von der Eigenmarke von Balea, ich zeige dir das, schaut mal, hier ist das. Das nennt sich wirklich Haarwasser und zwar steht da Birke drauf und das kostet 1,75 €, also das ist nicht teuer, da ist richtig viel drin. Ich hatte das, glaube ich, mal am Anfang, als ich Fawny bekommen habe. Und das ist eben für schuppige Haut oder wenn die einfach so Stellen haben, wo sie sich öfters jucken, dann kann man das auftragen. Und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen und werde das ausprobieren, weil das hatte ich mir auf jeden Fall schon mal gekauft, ich glaube, als ich Fawny bekommen habe. Dann geht's weiter mit einer Sache, die ihr mir auch geschrieben habt. Das war wirklich das zweithäufigste. Und zwar waren das Babytücher. Und schaut mal bitte, es gibt bei DM super, super viele Babytücher. Wobei auch ganz viele geschrieben haben, dass es parfümfrei sein soll. Also dass man bei den Feuchttüchern auch auf jeden Fall aufpassen soll, was man für welche nimmt. Also hier seht ihr Baby Love Feuchttücher. Hier, die sind zum Beispiel parfümfrei. Und ganz viele haben auch darunter geschrieben, für was sie sie verwenden. Zum Beispiel, um die Nüstern sauber zu machen oder zum Beispiel auch, um die Augen umherum sauber zu bekommen. Von daher ist es super, super wichtig, parfümfreie zu nehmen. Und hier die Box finde ich super praktisch. Da kann man die dann wieder zumachen und hält natürlich dann alles frisch. Diese sind natürlich auch toll, die von Hip. Die haben auch nochmal so einen guten Verschluss. Da bleiben dann natürlich die Feuchttücher auch schön feucht. Und hier kommen wir auch zum nächsten Produkt, und zwar die Penaten Wundschutzcreme. Die habe ich euch auch schon des Öfteren gezeigt. Die ist mit Zink und dann die gebe ich der Fawny immer auf Wunden auf, die zum Beispiel offen sind und damit halt keine Fliegen dran kommen. Jetzt bin ich gerade auf der Suche nach der Lederpflege. Das haben auch ganz, ganz viele geschrieben. Und die habe ich euch auch schon des Öfteren gezeigt. Und zwar geht es um die Ledertücher. Die schaue ich jetzt halt mal gerade, wo die sind. So, ich habe das Regal gefunden. Ich muss leider immer wieder leise machen bzw. drauf sprechen, weil so viele Leute da waren und dann konnte ich leider nicht reden. Von daher tut es mir leid. Auf jeden Fall sind die von Polly Boy und ich liebe diese Lederpflegetücher. Die sind sowas von klasse. Kann man super schnell sein Lederzeug damit sauber bekommen und gibt es auch bei DM. Wo ihr mir auch ganz oft geschrieben habt, und zwar ist das Karottensaft. Ich habe jetzt halt mal bei der Kinderabteilung geschaut und habe von Hip hier, schaut mal, 100% Bio-Direktsaft, Karotte, gefunden. Und gerade im Sommer habe ich das letztes Jahr auf Instagram schon gesehen, dass da die Mädels das ins Wasser reinhauen, dass die Pferde einfach mehr trinken. Von der Eigenmarke habt ihr hier auch eine Auswahl. Und zwar ist es auch ein Bio-Saft-Karotte, da ist mehr drinnen. Und schauen wir mal auf die Preise, ich glaube, dass das günstiger ist. Nein. Ja, schaut mal, das ist echt ein Preisunterschied. Hier das von Hip kostet 1,45 € und da ist echt super
viel auch drin, aber hier ist mehr drin, da ist ein halber Liter drin und das kostet 0,75 Cent und ist auch Bio, 100% Bio, also unbedingt darauf achten. Diese Abteilung finde ich auch immer mega klasse. Hier zum Beispiel könnt ihr auch Watte kaufen, solltet ihr Strahlfolie haben und ihr müsst es auswattieren, könnt ihr natürlich hier auch bei DM was kaufen. Und ganz viele haben geschrieben, einmal Waschlappen, oh mein Gott, ich kann es nicht aussprechen. Hier gibt es von Evelyn auch die Eigenmarke von DM, so einmal Waschlappen und dann gibt es auch noch Sensitive einmal Waschlappen, wie ihr sehen könnt. Und was ich auch mega cool fand, es gab sogar einmal Handtücher, die zeige ich dir jetzt gleich. Der dritte, da sind sie, finde ich auch super interessant. Dann kommen wir jetzt zu dem Thema und zwar Hufe. Das fand ich mega cool von euch und zwar gibt es hier Nagelbürsten. Die kann man dann einfach für die Hufe verwenden. Ich finde es eine so geile Idee, um die Hufe einfach schön zu machen. Hier die Nagelbürste fand ich ganz cool. Die hat zwei Seiten. Eine ist größer und eine ist ein bisschen schmäler gemacht von den Bürsten her. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Wobei ich diese Bürste noch ein bisschen besser finde, weil die kann man einfach super zwischen die Finger nehmen und dann kann man die, glaube ich, so richtig gut für die Hufe hernehmen. Also das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und da wir gerade hier bei dieser Schwammabteilung sind, haben mir auch ganz viele geschrieben, dass sie sich bei DM auch Schwämme kaufen. Hier zum Beispiel eine Apfelform, hier kriegt ihr auch eine Blumenform und ihr könnt den Schwamm auch wieder aufhängen, da ist eine Kordel dran. Eine Ananas gibt es auch, aber ich habe auch noch weitere Schwämme gesehen und zwar unter der Nagelbürste. Schaut mal, hier gibt es so ein bisschen großflächigere Schwämme und das Massageschwamm, da habt ihr hinten noch so ein bisschen... Ja, ist das ein bisschen anders. Hier natürlich auch in verschiedenen Formen. Hier nochmal ein ganz schöner Badeschwamm. Damit könnt ihr zum Beispiel euer Pferd schön einschamponieren. Diese Bürsten fand ich auch nicht schlecht, wenn man da so ein bisschen Shampoo drauf macht und dann das Pferd so ein bisschen einschrubbt. Ich glaube, das kann auch ziemlich gut sein. Nächster cooler Tipp, was natürlich auch nicht fehlen darf, ist Sonnencreme. Einmal natürlich für euch zum Schutz. Es gibt ja bei DM also eine riesen Auswahl an Sonnencreme, Lichtschutzfaktor, ich glaube ab 5 oder ab 10 bis 50, was ich euch auch raten würde. Gerade wenn ihr lange ausreiten geht und jetzt wo der Sommer kommt, bitte schmiert euch ein, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch für eure Pferde, wenn die helle Stellen zum Beispiel haben an der Nase, dann Fauni schmiere ich zum Beispiel auch manchmal ein. Die hat nämlich auch so helle Stellen. Die Pferde können nämlich auch Sonnenbrand bekommen. Was ich jetzt halt hier unten gefunden habe, es gibt nämlich auch eine Reihe, ich glaube, die ist ebenfalls von der Eigenmarke, von Sundance, glaube ich. Tada, da ist sie. Und zwar, das ist die, die ultrasensible oder beziehungsweise, wie heißt die denn nochmal, Ultra... Wie heißt sie? Ultra Sensimide oder so? Und die ist auch super geeignet dafür, hat kein Parfüm drin, also schaut ihr euch auf jeden Fall mal an. Und das war auch ein mega cooler Tipp. Auch ein guter Tipp, vor allem man kümmert sich immer eigentlich ums Pferd, um uns selber müssen wir uns auch kümmern. Zum Beispiel Soforthilfespray, wenn ihr zum Beispiel Mückenstich habt oder generell einen Insektenstich und natürlich auch für die Abwehr was tun, dass ihr euch auch einsprüht. Hier gibt es natürlich auch sämtliche Bremsen- und Fliegenschutzmittel. Ja, genialer Tipp, sollten eure Leinsamen aus sein oder ihr kauft sie einfach nur beim DM. Hier gibt es auch Leinsamen und zwar geschrottet oder auch im Ganzen. Und ich habe aber noch einen Tipp bekommen, solltet ihr keine Leinsamen so füttern, sondern zum Beispiel Öl, kommen wir jetzt halt hier gleich zum nächsten DM-Produkt. Ich bin so begeistert, sage ich euch, dass es hier so viele Pferdeprodukte einfach gibt im DM. Hier könnt ihr auch Leinöl kaufen, Bio-Leinöl. Ist auch echt günstig, das kostet, ich glaube, 1,25 oder so. Und falls ihr natürlich sagt, in ein Pferd soll kein Öl rein, halt nicht, wenn es kohligt oder so, 1,95 kostet es, Entschuldigung. Auf jeden Fall könnt ihr dann auch die Leinsamen kaufen, die habe ich euch jetzt halt davor gezeigt, wenn ihr sagt, ihr möchtet eurem Pferd kein Öl geben. Weiter geht's und zwar mit einer Zinksalbe. Solltet ihr noch keine Zinksalbe haben, findet auch ihr diese im DM. Für 2,55 Euro finde ich das einen super Preis. Da ist jetzt halt 100 ml drin, also da kann man echt nichts falsch machen.
solltet ihr weiter runterschauen im Regal, findet ihr diese tolle Pferdesalbe. Und ich mag Pferdesalben super gerne, haue ich öfters mal bei mir selber drauf. Allerdings kriegt das Faul auch einfach mal einmassiert. Und daneben, Entschuldigung fürs Wackeln, daneben gibt es auch nochmal eine Pferdesalbe, wie ihr sehen könnt, und nochmal von Das Gesunde Plus Eigenmarke, da ist es dann um 1 Euro günstiger, gibt es auch nochmal eine Tube. Was ihr aber auch super Gutes findet, zum Beispiel Verbandsmaterial, findet ihr auch in dieser Abteilung, also da könnt ihr auch auf jeden Fall was einkaufen. Und was natürlich auch nicht fehlen darf in der Stallapotheke, ist ein Fieberthermometer. Gibt es auch in verschiedenen Farben und das finde ich auch super, super wichtig in der Stallapotheke. Wo mir auch ganz viele geschrieben hatten, war Melkfett oder Vaseline. Also bei dem Melkfett ist noch ein bisschen Ringelblume drin. Die Vaseline ist jetzt halt günstiger gewesen, nee, sogar teurer, Leute. Und bei Balea ist sogar mehr Produkt drinnen. Und ich denke, die beiden Produkte nehmen sich nicht recht viel. Ihr könnt die zum Beispiel am Maulwinkel auftragen oder halt wo ihr zum Beispiel super raue Stellen habt. Ich hatte das mal bei der Nase bei der Fauni und habe dann auch das Melkfett aufgegeben mit der Ringelblume und das hat dann die Nase auch wieder super weich gemacht. Also das fehlt bei mir am Stall auch nicht. Was ihr natürlich auch nochmal finden könnt, sind zum Beispiel Haarbürsten für eure Mähne oder für euren Schweif. Da gibt es ja auch eine Riesenauswahl, sage ich jetzt halt einfach mal. Da müsst ihr einfach mal gucken, mit welcher Bürste ihr wohl am besten hinkommt. Hier zum Beispiel auch für die Stehmähne, so ein Kamm. Ist natürlich auch klasse, finde ich. Ich habe jetzt halt einen, sonst hätte ich mir diesen Dreierpack mitgenommen. Aber da findet ihr auf jeden Fall eine super gute Bürste dafür. Und eine Zuschauerin hat mir geschrieben, ich soll mal bei den Haargummis schauen, weil da so dünne Haargummis gibt, die man natürlich auch fürs Einflechten verwenden kann. Und ich habe sie auch hier gefunden. Sie gibt es in verschiedenen Farben und da sind super viele drin für wenig Geld. Ich glaube 100 Stück für 1,95 Euro. Muss man natürlich testen, ob die relativ reißfest sind, weil ich muss schon ein bisschen anziehen bei Faunis Haaren, weil die so ein bisschen strohig eher sind. Hier gibt es auch super viele Spangen, also solltet ihr zum Beispiel aufs Turnier gehen, hier könnt ihr auch ganz, ganz tolle Spangen finden und hier gibt es natürlich auch farbige Haargummis, je nachdem, was ihr halt für Haargummis haben möchtet. Für euren Zopf ist es natürlich auch gut, dann kann man eine schöne Frisur noch machen unter den Helmen. Hättet ihr eigentlich mal Bock auf ein Haarflechtfrisur-Video, dann schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich wahnsinnig über einen Daumen nach oben freuen. Ich bedanke mich auch, dass ihr alle mir so viele Kommentare geschickt habt über Instagram. Ich werde dir jetzt hier oben mal mein letztes Video verlinken. Und darunter wirst du ein Aufreitvideo finden, wo ich ein Shetland-Pony mitgenommen habe als Handpferd. Und wie sich Fauni aufgeführt hat, ob das geklappt hat, siehst du in diesem Video. Ich wünsche dir jetzt noch einen ganz, 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 ganz tollen Dienstag und eine schöne Woche. Und wir sehen uns dann wieder am Samstag. Tschüss!